Das ist passiert in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin. Wir hatten eine Bekannte, die in Häuser weitergewohnt hat und immer wieder vorbeikam bei uns. Und meine Mutter hat mich und meine Schwester dorthin geschickt, ihr was bringen. Also die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, war Vergewaltigung, Folter und Mord. Und ich bin dort in ein Ritual reingeplatzt. Seine Partnerin hat verächtlich nach ihm getreten. Naja, stand sie auf dem Hof und hat geheult wie ein Schloss. Und ja, vorher war noch so, dass die junge Frau, die gerade geboren hatte, aus der Scheide geblutet hat. Das Blut haben sie aufgefangen und damit so ein Ritual gemacht, dass alle davon trinken mussten, auch wir. Was normalerweise war, dass ich das wehren musste. Das war trotz aller Folter immer noch nicht gestorben. Und sie hat mir die Hand geführt und ich wusste, dass sie deutsche Geschichte hatte. Die Frau, also die Nachbarin, hat mich dann in eine so türkisfarbene Wäschewanne reingestellt und abgewaschen. Mir lief das Blut an den Beinen runter. Die hat mich ja da vergewaltigt in der Scheune. Da hat sie mich abgewaschen und dann reingeschickt. Und wir sind dann zusammen eingegangen, meine Schwester und ich. Ich habe nichts mehr gewusst am nächsten Tag. Ich erinnere mich, dass meine Mutter aus dem Fenster geguckt hat und ein anderes Kind in dieser Familie, die dann noch mehr Kinder gesehen hat, und dann hat gesagt, ich habe gehört, dein Papa ist so wirklich gestorben, was hat er denn gehabt? Und dann hat er gesagt, ein Asthmaanfall. Und ich habe nicht mehr gewusst, was passiert war, aber ich wusste, dass das nicht stimmt. Ich habe gedacht, ich kann mir das glauben. Daran erinnere ich mich noch sehr genau.
Und es ging mir dann so schlecht danach. Meine Mutter ist das aufgefallen, hat sie mich 6 Wochen in die Kur geschickt. Und das noch während der Schulzeit. Und das war natürlich besonders schön für mich, dass mir dann wirklich jemand geholfen hat. Aber ich wusste ja selber auch nicht, was passiert ist. Ja, Sie haben mir die Hand geführt mit dem Dosch. Und vorher haben Sie einfach, musste ich einen zweiten Macharzt zugucken. Sie haben mich festgehalten. Wenn ich geschrien habe, haben Sie mir den Mund zugehalten. Und ich musste zugucken. Sie wollten, dass ich das alles mit ansehe. Ja, ich finde es nicht wichtig, dass diese Leute, die sowas erlebt haben, wie ich, ja eigentlich mal ernst genommen werden. Dass es mir geglaubt hat, dass das passiert ist, weil sich das unwahrscheinlich anhört. Und auch, dass es möglich ist, dass man das anzeigen kann. Und dass die Leute bestraft werden, die sowas machen. Ich will auch, dass Vergewaltigung viel stärker bestraft wird, aber auch Vergewaltigung in einem anderen Rahmen. Aber diese rituelle Gewalt viel mehr. Und dass man ein bisschen mehr auf seine Kinder aufpasst und darauf achtet, wie es ihnen geht. Und man sollte auch ein bisschen mehr auf sein Bauchgefühl achten als Eltern. Dass man mit seinen Kindern zu Leuten schickt, wo man merkt, dass irgendwas nicht gut ist. Also ich erinnere mich, dass ich schon als Kind gemerkt habe, dass mit dieser Frau irgendwas nicht stimmt. Sie war immer lustig und fröhlich, sie war immer gelacht. Aber sie hat eine düstere Ausstrahlung gehabt und ihre Haut war auch so grau irgendwie. Also ich weiß nicht, ich habe einfach gemerkt, dass es passt nicht. Irgendwas stimmt mit der Frau nicht. Aber ich konnte es nicht einordnen als Kind.